Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir zocken weiter Kung Fu Panda Showdown der Legenden. Wir haben Monkey und wir sind in Kampf Nummer 9 angekommen. Und ich bin echt gespannt, weil wir haben uns gerade gegen drei Mann durchgesetzt. Also jetzt bin ich wirklich ein wenig gespannt, wie das jetzt hier wird. Denn gegen drei Mann muss man sich halt auch erstmal durchsetzen, ne? Und jetzt gegen den einen, okay, ja okay, der wird schon durchaus ein bisschen was auf Kasten haben. Oh, wir haben ihn doch getroffen, oder nicht? Also jetzt will ich natürlich das ganze Ding hier gewinnen, ist klar. Und wir haben halt die drei Leben, die da unten stehen, ne? Wenn die drei Leben aufgebraucht sind, schöne Sache. Weg ist er. Wenn die aufgebraucht sind, dann ist ja alles vorbei. Boah, habt ihr das Ding gesehen? Da habe ich richtig Glück gehabt. Aus Instinkt bin ich da einfach mal weggegangen. Jetzt. Nein. Was passiert? Ich kann nichts machen. Der hat richtig Wumms hinter den Schlägen. Jetzt. Na komm her. Na komm her. Jetzt. In den Arsch. Das wird wirklich... Alter, diese Schläge, die er austeilt, das ist echt schon krass. Ja, zweimal weg. Komm. Einen machen wir doch jetzt direkt. Wisst ihr, wie ich mich fühle? Wie in diesem Mario-Level. Dieses... wow. Oder ist es eher das Donkey Kong-Spiel? Wo du den Fässern ausweichen musst. Weißt du, dieses ganz alte Spiel? Oh, oh. Da werde ich mich mal ein bisschen auf Abstand halten. Oh nein, ich brauche den Hammer. Er nimmt ihn. Er nimmt ihn. Er hat ihn genommen. Nein, das gibt's nicht. Jetzt. Komm her. Oh nein, was hat er gemacht? Wieso wirft er das Ding denn weg? Jetzt. Komm. Das gibt's nicht. Komm her. Komm doch her. Alter. Komm, drauf, drauf, drauf. Das gibt's nicht. Ich treffe ihn nicht. Wow, da habe ich Glück gehabt. Alter, der teilt richtig hart. Wow. Komm schon. Weg mit dir. Game. Boah, der teilt richtig hart aus. Und letzter Kampf hier, oder was? Mit Monkey schaffen wir's? Boah, der hat richtig gut ausgeteilt. Also das muss man ihm wirklich geben. Und das ist ja wirklich eine Story, die hier auch erzählt wird. Ne? Und das Level sieht auch gut aus. Aber da bin ich jetzt echt gespannt, was das wird. Aber das ist machbar. Würde ich jetzt hier mal behaupten. Jetzt kommt. Er hat klar Heimvorteil, weil ich kenne dieses Level überhaupt nicht. Okay, komm her. Nee, das ist nicht so geil. Jetzt. Weg mit dir. Nein, das ist nicht so gut. Jetzt. Jetzt, komm. Immer schön hinter ihm sein. Also, oh, mit der Zeit hat man da wirklich so ein Instinkt. Nein. So ein Instinkt für, wie du dich positionieren musst. Schön. Und immer schön nach oben wegklatschen, den Typen. Oh, ja, okay, das war wieder ein bisschen dumm. Affen habe ich es noch gesagt. Beim Gorilla da. Oh nein, 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 weg. Oh, gut. Konnten wir noch unterbrechen. Bei Po konnte man ja immer nicht unterbrechen. Das gibt's nicht. Jetzt. Shit. Nicht gut. Nicht gut. Weg, 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 weg. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Jetzt. Gefällt mir? Gefällt mir? Nein. Gefällt mir nicht so? Nein. Ich will wieder hoch. Jetzt. Können wir ihn nämlich irgendwie versuchen. Jo. Nach oben hin. Na, verdammt. Das ist ärgerlich, wenn er von unten kommt und dich nach oben wegklatscht. Wow. So, komm her, Bro. Weg mit dir. Was gibt's denn? Nein, falsche Richtung. So, wir werden jetzt hier irgendwie... Jetzt. Nein, ich habe ihn doch getroffen. Jetzt. Schöne Sache, zweites Ding. Komm her. Also mit dem Monkey funktioniert das richtig geil. Das mit dem Stock, ich sag's ja. Ich hab's ja am Anfang von diesem... Ja, was das auch immer ist.
von diesem Durchlauf, von dieser Charakter-Season, also nicht von der Charakter-Season, sondern vom Monkey, als wir mit Monkey angefangen haben. Alter, wie er hier abgeht, was er hier für Kamehamehas und so ein Shit macht. Nein, nicht gut. Jetzt. Da habe ich ja gesagt, Charaktere so mit Stock, Nami und so, Zorro mit dem Schwert. Bei One Piece, Alter. Das Ding ist durch. Wir haben ihn platt gemacht. Es kann nur einen Meister geben, wahrscheinlich. Wow, okay, das war krass. Und ich hätte im Leben nicht gedacht, dass wir das doch noch schaffen. Monkey, ja, ein Leben hatten wir noch. Also da haben wir richtig Glück gehabt. Das Ding haben wir gepackt. Und dann ist es das auch erstmal gewesen. Genau. Gut, wir haben jetzt unter leicht gespielt, ne? Unter dem einfachsten Schwierigkeitsgrad Schüler. Aber, Alter, das war so schon echt schwer. Ich kann euch nur empfehlen, falls ihr irgendwie das Kleingeld habt oder falls ihr das Game habt, selber mal ausprobieren und so. Das ist echt tricky. Und das erinnert mega an Smash Bros. Oder das One Piece, was wir für die PlayStation 1 gespielt haben, auch auf dem Kanal zu finden. Aber gut, ich bin fürs Erste raus. Hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Charakter wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.